Tut einfach so, als wäre das hier ein super kreatives Intro. Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Nach diesem super tollen kreativen Intro, was ihr gerade gesehen habt, ist ja wohl schon klar, was wir hier heute machen, worum es in dem heutigen Video geht. Falls es noch nicht klar sein sollte. Wir reden über meine gelesenen Bücher aus dem März 2023. Ich habe 4 tolle Bücher gelesen und die stelle ich euch heute vor. Nach meinem wirklich extrem erfolgreichen Lesemonat Februar, wo ich 8 Bücher, glaube ich, gelesen habe. Waren es 8? Ich glaube so um den Dreh 8. War ich wirklich sehr motiviert für den März und ich muss sagen, ich bin auch genauso motiviert durch den März gerutscht. Es sind dann letzten Endes doch nicht so viele Bücher geworden, einfach von der Anzahl her, weil die Bücher, die ich gelesen habe, doch sehr umfangreich waren und gerade meine Masterarbeit mich jetzt im März noch mehr eingenommen hat als schon im Februar. Aber trotzdem bin ich immer noch sehr schön dabei zu lesen und habe mich sehr über alle Bücher, die ich im März gelesen habe, gefreut. Und es sind 3 Fortsetzungen, deshalb bin ich mal gespannt, was ihr so dazu sagt. Wir haben da zuerst Neil Schusterman vollendet die Rache. Das ist der 3. Band von der Vollendet-Reihe von Neil Schusterman. 4 Bände gibt es da. Das hier ist, glaube ich, die 2. deutsche Ausgabe. Es gibt, glaube ich, mittlerweile 3 oder 4. Ich glaube 4. 4 verschiedene deutsche Ausgaben. Es gibt so eine erste, die ist relativ alt, die ist auch relativ hässlich. Die ist nämlich im Original von 2010 oder so, glaube ich, diese Reihe. Und das hier ist im Original von 2014 und das ist die Ausgabe von 2019. Die ist relativ hässlich, dann gibt's, glaube ich, danach kam dann die, dann eine, die so ähnlich aussieht und dann nochmal eine neue, die nochmal ganz anders aussieht. Keine Ahnung, warum die das immer wieder rausbringen, frag mich nicht. Vollendet habe ich auch schon häufig auf diesem Kanal darüber geredet, gerade der erste Band ist ein Buch, das mich einfach maßgeblich geprägt hat, an das ich immer noch sehr viel zurückdenken muss. Es geht um die Zukunft und um die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche komplett als Organspende zu verwandeln. Und dieses Buch wirft halt eben ganz viele Fragen, oder diese Bücher werfen ganz viele Fragen auf, was ist eigentlich das Leben, was macht ein Leben lebenswert. Und ganz viele super hochaktuelle, politisch wichtige Thematiken, die in diesen Büchern angesprochen werden. Super toll geschrieben. Neil Schusterman kann meiner Meinung nach sehr, sehr gut schreiben. Band 3 macht wenig neu. Also Band 2 hat nochmal ein paar neue Storylines aufgemacht. Band 3 macht es nicht mehr. Band 3 führt eigentlich nur noch so zusammen und man merkt, dass es so langsam jetzt dann auf das Finale in Band 4 zuläuft. Also ja, hat mir wieder sehr gut gefallen. Ein klassischer Mittelteil, würde ich sagen. Band 2 hat sich auch noch mehr wie ein erster Band angefühlt, gerade weil so viele neue Storylines aufgemacht wurden. Und dieser Band hier fühlt sich wirklich wie ein klassischer Mittelband einer Trilogie an. Also man kann sich nicht beschweren. Es hat mir wirklich gut gefallen. Kingdoms of Smoke Band 3, Brennendes Land von Sally Green, ist eine weitere Fortsetzung, die ich im März gelesen habe. Und zwar ist das der finale Band der Kingdoms of Smoke Trilogie. Das ist eine Fantasy-Trilogie, die ich glaube, letztes Jahr habe ich damit angefangen. Jetzt schon einige Zeit gelesen habe. Es geht um benachbarte Königreiche, Pretoria, Birgand und Kalidor. Und verschiedene junge Menschen stehen im Fokus dieser Geschichte, allen voran, was auch wirklich so mehr, so, finde ich, so der Hauptaspekt der Geschichte ist, die Prinzessin Catherine von Brigand, die verheiratet werden soll wie heißt denn der Typ? Naja, den Kronprinzen von Pretoria, ich habe vergessen, wie der heißt. Die macht auf jeden Fall sehr viele Sachen, so sich dann zu eigen und hat so ihre eigene Storyline. Es gibt eben dieses Machtverhältnis, es gibt noch eine Storyline mit so einem größeren Fantasy-Aspekt, mit Dämonen, verschiedene andere Charaktere. Eine sehr, sehr coole Trilogie, die einfach sehr gute, sehr solide Fantasy-Kost ist. Wenn man auf sowas steht, kann man das sehr gut lesen. Es macht nicht viel neu, es ist nichts Außergewöhnliches, aber gerade auch der Abschlussband hat einfach wieder gezeigt, wie gut und solide Fantasy sein kann und sowas macht auch einfach Spaß. Band 1 ist meiner Meinung nach immer noch der stärkste Band aus der Reihe. Ich habe sehr viel aber miträtseln können in Band 3. Ich konnte sehr überlegen, wie es so weitergeht. Zwischenzeitlich war ich ein bisschen genervt, weil mir das manchmal irgendwie nicht klar genug war, was so passierte. Aber ja, ich bin da auch
es gibt so eine Sache, die mich im ersten Band gestört hat, die mich im zweiten Band gestört hat, die mich dann im dritten Band zu einer Zeit, eine Zeit lang auch gestört hat, die dann aufgehört hat, aber wie das aufgehört hat, hat mich auch zu sehr gestört. Es klingt jetzt total bescheuert, weil ihr nicht wisst, worum es geht. Ich kann einfach sagen, es gibt da eine zwischenmenschliche Beziehung zwischen zwei Charakteren, die ich nicht so toll fand. Und das wird in Band 3 aufgelöst, also diese Diskrepanz, die die beiden haben. Und ich fand aber dieses Auflösen, wie das aufgelöst wurde, auch nicht gut. Und das war so, das ist so der einzige Punkt, der mich dann doch ein bisschen gestört hat. Aber trotzdem ist Band 3 ein grundsolides Buch und ich habe die Reihe, die Trilogie sehr genossen und bin sehr happy, dass ich die jetzt beendet habe. Und es ist eine schöne Reihe und ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr diese Art von Fantasy-Büchern mögt. So, dann habe ich einen Einzelband noch gelesen und zwar Der fürsorgliche Mr. Crave von, Mr. Cave von Matt Haig. Matt Haig ist der Autor, der die Mitternachtsbibliothek geschrieben hat, hatte sie wahrscheinlich auch, aber er hat sie hauptsächlich geschrieben. Und zwar ist die Mitternachtsbibliothek, ich glaube, ich habe das letztes Jahr gelesen. Ich meine, es ist auch eines meiner Jahreshighlights gewesen. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber die Mitternachtsbibliothek ist ein Buch, was, wenn ihr ein bisschen mehr auf BookTube unterwegs seid, was euch auf jeden Fall mal begegnet ist. Denn das war sehr, sehr, sehr gehypt. Und dann hat sich der Drömer Knauer Verlag gedacht, ach komm, dann bringen wir doch einfach nochmal ein älteres Buch von Matt Haig in einer neuen Ausgabe raus, beziehungsweise ich glaube in der ersten deutschen Ausgabe überhaupt, ich glaube das gab es vorher nicht auf Deutsch, und passen das vom Design her einfach an die Mitternachtsbibliothek an. Das heißt, das Buch ist zwar auf Deutsch nach die Mitternachtsbibliothek erschienen, ist aber im Original deutlich älter, denn ich meine, das ist schon von 2008 im Original. Ja? Also von 2008 ist das im Original und die Mitternachtsbibliothek ist ja glaube ich von 2020 oder so. Und ich finde, man merkt das schon, man merkt, dass Matt Haig sich schriftstellerisch in den 10 Jahren, die zwischen den beiden Bänden liegen, ich weiß nicht, ob er dazwischen noch mehr Bücher geschrieben hat, wahrscheinlich schon, man merkt, dass er sich schriftstellerisch doch deutlich weiterentwickelt hat. Die Mitternachtsbibliothek ist ganz klar das bessere Buch. Aber Der fürsorgliche Mr. Cave ist trotzdem ein gutes Buch. Ich hatte da eine sehr gute Zeit mit. Es geht um Mr. Cave, der nach einem Schicksalsschlag in seiner Familie zurückbleibt mit seiner Tochter Bryony. Und Bryony ist alles für den guten Mann. Also er versucht sein Möglichstes, sie zu beschützen. Und dafür schreckt er auch vor nichts zurück. Es ist ein Familiendrama, es ist ein wirklich sehr dramatisches Buch. Ich glaube, für Personen, die selber Kinder haben, könnte das ein bisschen triggering sein, weil viele Sachen in diesem Roman passieren, die, wenn ich jetzt schon selber Kinder hätte, mich, glaube ich, einfach noch mehr mitgenommen hätten, als es sowieso schon der Fall war. Deshalb Vorsicht, wenn ihr empfindlich seid, was so Familiendramen und Kinder und sowas angeht, vielleicht ein bisschen Abstand nehmen zu dem Buch oder vielleicht mal eine etwas ausführlichere Besprechung dazu sich angucken oder durchlesen. Aber ansonsten hat mir das Buch sehr gut gefallen. Es hat noch mehr Potenzial und ich glaube, wenn Matt Haig dieses Buch heutzutage geschrieben hätte, hätte dieses Buch auf jeden Fall ein absolutes Jahreshighlight werden können. Einfach weil die Geschichte super solide ist, es ist total toll geschrieben, aber es geht nicht diesen einen Schritt weiter. Ich habe die ganze Zeit, wenn man dieses Buch liest, hatte ich die ganze Zeit so dieses Gefühl, okay, und jetzt noch den einen Step, ja, nochmal den einen Step weiter und dann ist dieses Buch das absolute Jahreshighlight. Es hat dieser Wow-Moment für mich irgendwie gefehlt, den es in die Mitternachtsbibliothek schon einfach häufiger gab. Das Buch hat mich nicht sonderlich überraschen können in vielen Punkten. Deshalb, das klitzekleine Etwas hat dafür gefehlt, dass es zu einem Jahreshighlight geworden ist, aber es war trotzdem ein sehr, 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 sehr gutes Buch. Dann habe ich den zweiten Band einer Reihe gelesen, beziehungsweise ja, erstmal einer Trilogie, und zwar Krieger des Feuers von Brandon Sanderson. Das ist die Nebelgeborenen Band 2. Wenn ihr euch an mein Video von letzter Woche, ich glaube es ist letzte Woche gewesen, meine Highlight-Prognosen erinnert, da habe ich über den dritten Band geredet, von dem ich ausgehe, dass dieser ein absolutes Lebens-, Lese-Highlight, Jahres-Highlight, wie auch immer für mich wird.
Denn Band 1 von Die Nebelgeborenen, Kinder des Nebels, habe ich letztes Jahr im Spätsommer gelesen. Ein Fantasy-Buch sondergleichen, hat mich sowas von überzeugt und so umgehauen. Ich fand es so toll. Und Krieger des Feuers ist genau so geschrieben, es ist genau so gedacht und es ist auch ein genauso gutes Buch. Aber, es gibt einen Aspekt, das habe ich letzte Woche auch schon erwähnt und ich werde euch jetzt ein bisschen minimäßig spoilern. Es gibt einen Aspekt, der mir in Band 1 überhaupt nicht gefallen hat und das ist eine Love Story. Da gibt es eine Love Story in Band 1 und diese Love Story wird in Band 2 fortgesetzt und es gefällt mir immer noch nicht. Ich bin, das haben wir jetzt irgendwie schon wieder gemerkt, ich lese nicht so super gerne so Love Stories in Fantasy-Büchern. Das ist einfach nichts, was so... Es kommt drauf an, es muss schon wirklich sehr gut geschrieben sein und ich muss die Charaktere schon beide oder wer auch immer da alles mit integriert ist, also ich muss die Charaktere, die in dieser Love Story schon mit integriert sind, schon wirklich sehr mögen, als dass ich das akzeptiere. Und das war hier auch wieder nicht unbedingt der Fall. Also, es ist so, dass hier diese, ich würde sagen, 2/3 des Buches, das schon einen sehr großen Teil einnimmt. Aber wenn das dann weg ist, und ich sag nicht, wie das weggeht. Es ist einfach nur irgendwann nicht mehr da. Oder ist es immer noch da? Also natürlich sind die Charaktere dann nicht auf einmal alle tot oder so. Ne? Ich will euch da jetzt nichts irgendwie verraten oder so. Diese Love Story ist auf jeden Fall dann weniger Thema. Und dann wird dieses Buch wieder so gut. Und es hat mich wirklich so kalt erwischt. Dann war ich an einem Punkt und ich dachte mir, okay, ich weiß nicht, ich habe jetzt noch 150 Seiten oder so und die Geschichte ist eigentlich vorbei. Was soll denn jetzt noch kommen? Jetzt kann das ja eigentlich nur noch lange irgendwie auserzählt werden und dann hatte ich mich schon so mental darauf eingestellt, dass ich mich jetzt die nächsten 150 Seiten sehr langweilen werde und dann boom, hat mich Brandon Sanderson dann wieder umgehauen mit irgendwelchen Sachen, die er mir da um die Ohren geschmissen hat. Wahnsinn! Also, eine ganz, ganz tolle Art zu schreiben. Sachen, mit denen ich wirklich überhaupt nicht gerechnet habe und überhaupt nicht generisch. Das fand ich ganz, 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 ganz toll. Und wenn Band 3 in dieselbe Richtung geht, dann wird es einfach richtig geil. Und da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Deshalb, eben meine Prognose, dass Band 3 ein super Highlight für mich wird. An dieser Stelle muss ich auch noch der lieben Katrin vom Kanal Dragon Stories danken, unten in der Videobeschreibung verlinkt, die mich gerettet hat. Denn ich habe nämlich beim Lesen festgestellt, dass mir in diesem Band hier 30 Seiten fehlen. Ich war auf Seite, ich glaube, 407 und blätterte um und dachte so, das passt irgendwie, der Satz passt nicht zusammen. Warum? Der Satz ergibt keinen Sinn. Und dann gucke ich, dann fehlen da 30 Seiten. Da war 32, 33, keine Ahnung. So um die 30 Seiten waren in dieser Ausgabe einfach nicht drin. Und ich weiß nicht warum. Und es hat sich auch noch niemand bei mir gemeldet. Ich habe sowohl dem Versandhandel, wo ich das Buch gekauft habe, ich habe das neu gekauft, da habe ich mich gemeldet. Und ich habe mich auch beim Piper Verlag gemeldet und nachgefragt. Und ich habe da noch keine Antwort erhalten. Das ist jetzt auch schon 2 Wochen her. Sehr, 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 sehr schade. Konnte dann da also nicht weiterlesen. Und warum hat Katrin mich gerettet? Sie hat mir die Seiten zugeschickt. Ich habe mal ein bisschen rumgefragt, ob denn irgendwer dieses Buch in dieser Ausgabe zu Hause hat und Lust hätte, mir 30 Seiten abzufotografieren, weil ich auch wirklich, das war sehr spannend und ich wollte direkt weiterlesen und ich wollte nicht A, mir das Buch nochmal neu kaufen oder B, warten, bis sich entweder der Versandhandel oder der Piper Verlag bei mir meldet oder C, in die Bibliothek rennen. Es war, glaube ich, sogar ein Wochenende. Also ich wollte direkt weiterlesen und die liebe Katrin hat mich gerettet und dann konnte ich weiterlesen. Das war wirklich sehr, 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 sehr gut. Und dann hat mich noch ein Rezensionsexemplar erreicht, und zwar ein kleines Romänchen, ein Geschichtchen, in der oberen Ecke steht deshalb jetzt auch Werbung, Pirat Niklas und die geheime Insel von Niklas Röser und Emil Fielitz.
Das ist ein sehr dünnes Piraten-Kinderbuch von den beiden sehr jungen Nachwuchsautoren, die das gemeinsam für den kleinen Bruder von Emil zum Geburtstag geschrieben haben. Deshalb auch alles Gute nachträglich an dich zum Geburtstag. Und ich wurde eben gebeten, euch das doch mal kurz vorzustellen, und das mache ich doch glatt. Bei jungen Nachwuchsautoren muss man doch auch mal unterstützend fungieren. Ja, es geht um Niklas und seine zwei Freunde, die einen Schatz suchen, eine klassische Piratengeschichte. Und es ist wirklich, man kann das sehr schnell durchlesen. Es ist ein sehr dünnes Büchlein, wird über Amazon direkt vertrieben. Es ist wirklich nett. Also, wenn man was für zwischendurch braucht oder irgendwie junge Nachwuchsautoren unterstützen möchte, dann ist das wirklich eine gute Idee. Es ist sehr viel Potenzial da, und ich glaube, wenn die beiden noch ein bisschen weiter an sich arbeiten und vielleicht ein paar Autorenseminare besuchen oder Workshops oder so, da kann doch durchaus was aus den Werten. Vielleicht hören wir also in ein paar Jahren nochmal von den beiden und lesen vielleicht irgendwann mal Romane von denen. Wir lassen uns überraschen. Also vielen Dank an euch beiden, dass ihr mir das zugesendet habt. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, das war's. Das sind alle Bücher, die ich im März gelesen habe. Ich zeige sie euch nochmal kurz. Hier sind sie, und es war also ein wirklich erfolgreicher Lesemonat. Ich hatte sehr viel Spaß, muss ich sagen, also sehr, 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 sehr schön. Ich hoffe, dass das jetzt im April weiter so geht. Ich muss sagen, aktuell ist es nicht so. Ich bin immer noch an meinem ersten Buch für den April dran. Aber mein Gott, ich glaube jetzt im April, das wird nicht so erfolgreich vom Lesemonat her, gerade weil es jetzt so in die Endphase meiner Masterarbeit geht. Da muss ich einfach mal einen Gang runterschalten, und deshalb vielleicht dann danach. Mal gucken. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Dafür gibt es ja diesen YouTube-Kanal hier. So, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr eines dieser vier Bücher gelesen habt, was ihr davon haltet. Und ja, ansonsten, was ihr sonst so im März gelesen habt, was ihr noch so für Leseempfehlungen für mich habt. Ich freue mich sehr, eure Kommentare zu lesen. Und dann sehen wir uns nächste Woche Freitag hier auf meinem Kanal bei einem neuen Video wieder. Und ich sag bis dahin.